Alles klar. 5-7 sagtest du, Amis, ne? Ja. Na? Ne, 6-7 Deutsche. Oder 5-7 Briten. Heat-FS für ein kleines Kackfass. Das glaube ich ja gar nicht. T92, den musst du dich dreimal penetrieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Impleet. Ihr seht's, Route 251 und einige von euch haben ja in den letzten Tagen mitbekommen, dass ich da ja so wirklich meine Probleme mit gehabt habe, denn ich habe den auch immer und immer wieder im Stream gespielt. Direkt am Veröffentlichungstag habe ich den einmal ganz kurz angespielt und damit gar nichts hinbekommen. Und am Sonntag, in Ermangelung an der Teilnahmemöglichkeit zur Closed Beta der Naval Forces, habe ich dann eben auch nochmal versucht, ein Video mit dem Route 251 quasi im Livestream aufzuzeichnen. Habe da 2 Stunden lang ein Match nach dem anderen mitgemacht und jeder, der bei diesem Stream zugeschaut hat, hat festgestellt, entweder ist Impleet der Oberdepp oder der Vollnoob oder ich weiß es auch nicht. Ich habe mit dem Fahrzeug nichts hinbekommen. Das Gefecht fing an und ratzfatz war ich auch raus und saß dann wieder in irgendeiner Flak. Dementsprechend war ich natürlich ein wenig angefressen und ich glaube, das hat man auch im Stream gemerkt. Ich habe allerdings immer wieder betont, jetzt könnt ihr mal sehen, wie schwer es teilweise ist, ein repräsentatives Video für so ein Fahrzeug zu produzieren. Ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt und habe heute ein paar Gefechte gemacht und habe die ganze Spielweise nochmal grundlegend überdacht. Und wir haben hier im Spiel das Problem, dass wir weitläufig flankieren oder sowas können wir nicht. Auf den meisten Karten können wir das nicht. Und selbst wenn wir Karten haben, wo wir das eventuell machen könnten, dann haben wir ganz oft auch noch Gegenverkehr, weil es auf der anderen Seite ja genauso flinke Fahrzeuge gibt, die genau das Gleiche probieren. Das alles macht die Sache nicht gerade leicht und ich habe mich dann letztendlich auf 2 Spielweisen so ein bisschen eingespielt, wo ich persönlich am erfolgreichsten mit gewesen bin. Das heißt nicht, dass ihr da draußen das dann gutheißen müsst, wie ich es gespielt habe, aber in diesem Panzer habe ich mit der Spielweise dann die meisten Erfolge jetzt doch haben dürfen. Wir gucken uns das Fahrzeug erst einmal an. 7500 Golden Eagles, sprich ganz, ganz knapp 40 Euro. Ob sich der Kauf lohnt oder nicht lohnt, machen wir wie immer nach dem Video. Wir schauen uns jetzt einfach mal die Panzerung an, wenn man sie denn dann überhaupt so nennen kann. Das Fahrzeug ist von vorne effektiv gepanzert, hier an diesen Stellen zum Beispiel 54 mm, wobei die Panzerplatte ja nur 30 mm beträgt. Und auch hier unten in der Unterwanne gerade mal 30 mm, wo wir dann jetzt hier, wo die Maus ist, auf effektiv 42 kommen. Das ist natürlich gar nichts. Selbes Problem am Turm, keinerlei wirklich vorhandene Panzerung. 25 mm effektiv, 20 mm tatsächlich. Die Kanonenblende 15 mm, hier vorne die Blendenumrandung 30 mm, also da ist nichts, da ist gar nichts. Und selbst wenn wir die Panzerung dieses Fahrzeuges verdoppeln würden, hätte es immer noch keine Panzerung, die auf 6-7 in irgendeiner Art und Weise irgendwelchen Beschuss großartig standhalten kann. Und das ist eigentlich auch seine riesengroße Achillesferse. Dieses Fahrzeug ist als Spähpanzer konzipiert und entwickelt worden, kam zwar nie bei der Bundeswehr zum Einsatz, weil man sich dann für den Leopard 1 entschieden hat, aber so ein Spähfahrzeug hat eigentlich nur folgende Aufgabe. Es fährt nach vorne, auch meinetwegen über die Flanken, wie auch immer, es fährt nach vorne und versucht, die feindlichen Stellungen oder die feindlichen Bewegungen auszukundschaften.
Da möchte man natürlich nicht auf sich aufmerksam machen. Das heißt also, diese Fahrzeuge haben nicht in irgendeiner Art und Weise ganz aktiv Feindbeschuss vorgenommen oder sonst irgendwie was, oder hätten es nicht, dieses Fahrzeug gab es ja so gar nicht im Einsatz, sondern diese Fahrzeuge hätten sich quasi angeschlichen, hätten dann geguckt, wie ist die Lage, und hätten sich dann wieder verdrückt. Bewaffnung gab es im Grunde genommen immer nur für den Zweck der Selbstverteidigung, wenn man also nochmal entdeckt wird, dass man zumindest ein bisschen was machen kann. Diese Spielweise können wir natürlich so hier im Spiel überhaupt nicht übernehmen, denn Scouten, Spähen wird hier im Spiel in keinster Weise belohnt. Das heißt also, wir müssen aktiv am Gefecht teilnehmen und können nicht mal eben hier für die anderen den Aufklärungspanzer spielen. Das heißt, wir müssen uns auf Rangeleien mit Gegnern einlassen. Aufgrund dessen, dass wir keinerlei Panzerung besitzen, stecken wir natürlich nichts ein, gar nichts. Fast jedes Flugzeug, fast jedes MG, das uns auf 6-7, 7-7 oder auf 5-7 entgegenkommt, kann uns sogar penetrieren. Flaks können uns sowieso penetrieren. Im Grunde genommen ist alles vom Reservepanzer bis hoch zu 8-3er-Panzern in der Lage, uns kaputt zu machen. Jedes Fahrzeug, auf das wir treffen, ist ein tödlicher Gegner. Das ist schon ziemlich heftig und damit muss man erstmal klarkommen. Wenn einem jeder, aber wirklich jeder, so richtig schön den Tag versauern kann. Wenn wir uns das Fahrzeug dann auch nochmal von innen angucken, dann seht ihr, vor allen Dingen, wenn wir frontal getroffen werden, haben wir einen riesengroßen Munitionsstapel. Die Besatzung selbst besteht dann auch nur aus 4 Leuten. Also wir haben nicht wirklich viele Reserven, aber wir haben unheimlich viele Angriffspunkte. Und das macht uns das Leben schwer. Ich bin fast immer, nicht immer, aber immer öfter mit dem ersten Schuss zerlegt worden. Gleichzeitig habe ich allerdings ein Problem feststellen dürfen, dass ich mit meiner Munition, die ich mit mir mitführe, gar nicht so wirklich super böse bin. Ich muss viele Gegner teilweise mehrmals penetrieren. Nicht nur ein Schuss, der tödlich ist, das kann unter Umständen auch passieren, aber der Regelfall ist leider Gottes so, dass ich oft mit einem Schuss erstmal irgendwie Schaden anrichte und dann mit Glück mit dem zweiten Schuss den Gegner vernichte. Problem ist, wenn ich nicht die richtigen Stellen in dem Moment kaputt gemacht habe, dreht er den Turm, schießt zurück, dreht das MG, schießt zurück, bedeutet, Licht aus bei uns. Also ganz, ganz fickerig. Und das erklärt dann eigentlich auch so die Spielweise, was man hier im Spiel eventuell mit ihm machen sollte. Ich sehe aktuell 2 Spielweisen. Ich weiß, da draußen werden jetzt welche sagen, das ist ein flinkes und schnelles Fahrzeug, du musst den Gegner weitläufig damit umfahren. Ja, das ist auf unseren Karten natürlich auch alles möglich. Und dann musst du dir die von hinten packen. Weitläufig umfahren, naja, ich würde es nicht so machen, weil wie gesagt, man trifft dort auf Gegenverkehr und dieser Gegenverkehr hält mehr aus als wir. Man schießt uns relativ schnell in Stücke und wenn wir dann hinten angekommen sind, was machen wir dann da? Eben, und zu dieser Sorte Spieler gehöre ich nun mal nicht, deswegen ist das für mich keine Spielweise, die tatsächlich in Frage kommt. Ich habe überlegt, wenn wir grundsätzlich über die Flanken schnellen Gegenverkehr haben, dann könnten wir eigentlich Folgendes machen. Wir sichern die Flanken. Ich bin hingegangen und bin mit dem Fahrzeug auf die Flanken gefahren und habe dann tatsächlich gewartet darauf, dass der Gegner kommt. Denn aus einer stehenden, gedeckten Stellung heraus kann ich natürlich super das Gefechtsfeld vor mir beobachten und dann im richtigen Moment rauskommen, zuschlagen, töten und wieder zurück in die Deckung fahren. Das hat tatsächlich zum Erfolg geführt. Dafür musste ich keine großartigen flankierenden Bewegungen machen und weite Wegstrecken fahren, sondern ich habe einfach auf die gewartet, die garantiert kommen werden. Und das ist in ganz, ganz vielen Gefechten der Fall gewesen. Und erst dann, wenn diese erste Bedrohung beseitigt gewesen ist, habe ich mich dann aktiv am Gefechtsgeschehen beteiligt und bin auch aktiver nach vorne gefahren. Ihr werdet das gleich in einem Video sehen. Die zweite Spielweise, die ich noch irgendwo sehe, ist tatsächlich, sich irgendwo einen Punkt zu suchen und dank der wirklich sehr genauen sehr genauen Kanone und der wirklich sehr genau fliegenden Munition, Flügelmunition, da ist nicht viel an Abweichung, kann man tatsächlich auch einen auf Sniper machen. Das wäre die zweite Spielweise. Je nachdem, auf welche Karte man kommt, kann man sich dann für die eine oder andere Vorgehensweise entscheiden. Ich habe für euch jetzt was zusammengeschnitten und zwar einmal aus einem Gefecht, wo ich wirklich flankierend gefahren bin und dann leider Gottes in der Nähe des
feindlichen Spawns stand. Da habe ich nicht reingeschossen, aber ich habe da auch zwei Panzer vernichtet. Die habe ich allerdings so merkwürdig getroffen, dass ich mich selbst hinterher, als ich die Videos nochmal analysiert habe, immer wieder gewundert habe, dass die Dinger überhaupt kaputt gegangen sind. Das wird also der erste Teil des Videos sein. Dann gehen wir in ein Gefecht, wo ich mal ein bisschen defensiv hinten aus der zweiten Reihe gespielt habe und versucht habe zu snipern. Könnt ihr auch sehen, dass das einigermaßen gut funktioniert hat, und im dritten Gefecht dann eben die Taktik, die ich aktuell für die effektivste halte. Wir sehen uns danach im Video wieder. Nach dem Video wieder. Viel Spaß. So, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich spreche jetzt hier den Text drüber, weil ich nach so vielen Misserfolgen irgendwie keine Lust mehr hatte, das, was ich da spiele, auch noch eins zu eins zu kommentieren. Naja, das ist jetzt das Ergebnis. Ich muss improvisieren und mache quasi ein Commentary draus. Aber es sollte nicht weiter schlimm sein. Wir haben hier im Gefecht übrigens einen E-100, für die, die es interessiert. Der zieht gleich rechts, links an uns vorbei. Was jetzt hier der Plan war, sage ich euch, das war, ich versuche zu snipen, ganz einfach, weil es auf dieser Karte sich überhaupt nicht anbietet, irgendwo schnell zu flankieren. Es sei denn, man kann ein Speedboot betreten und dann da durch die offene Wasserfläche ganz schnell umholend mal eben hinter dem Feind fahren. Das ist natürlich nicht möglich. Wir haben hier eher so eine schlauchartige Karte, zwar mit relativ vielen Gebäuden, die einem schon die eine oder andere Deckung bieten, aber schnelles Umfahren und Umholen, würde ich jetzt einfach mal sagen, funktioniert hier nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir passen die Spielweise immer der Karte an, und hier ist eben dann das Snipen. Gedanke war auch, dass hier der Feind sich an der Uferstraße entlang vortastet. Das hat jetzt in diesem Match nicht ganz so wunderbar funktioniert. Hier kommt gleich ein einziges Opfer um die Ecke. Aber wo ich dann festgestellt habe, dass sich das gesamte Team nach und nach immer weiter vorgearbeitet hat, habe ich dann quasi aus der zweiten Reihe bin ich dann hinterhergefahren. Das war auch nicht das Problem. Was mir allerdings aufgefallen ist, kann man vielleicht jetzt auch ganz kurz drüber reden. Briten sind im Moment ziemlich heftig, so wie ich das schon mit der Waffenstabilisierung in dem einen Video gesagt hatte. Man merkt das, es macht sich bemerkbar. Müssen wir mal gucken, wie sich das in Zukunft darstellt. Bleibt zu hoffen, dass es da irgendwann irgendwo so eine Normalisierung vom Gameplay her gibt. Im Moment ist es wirklich so, dass viele auch aus der Fahrt heraus agieren und schießen. Und man merkt schon, dass dadurch doch ein gewisser Vorteil vorhanden ist. Ich habe natürlich auch eifrig die Kommentare gelesen, auch zu dem Video, wobei ich nicht viele Kommentare beantwortet hatte. Und da standen dann auch so Dinge drunter wie, ey, ne, denk mal drüber nach, die Briten sind sowieso schwach, und da kann ich euch leider Gottes nicht recht geben. Ich halte die Briten, und das war schon von Anfang an so, zumindest im oberen Tierbereich, so ab 6-3 für eine der stärksten Nationen im Spiel. Wenn man sie dann richtig spielt, sind die richtig, richtig böse. Verbunden mit einer hohen Schussfrequenz, den Dartpfeilen, die sie verschießen, sind die sowieso schon böse gewesen. Und jetzt noch mit der Stabilisierung sind die in meinen Augen richtig böse. So, da hinten habe ich das Opfer gesehen und habe das dann auch unter Feuer genommen und habe selbst so ein bisschen Panik gekriegt. Hoffentlich macht der E-100 den nicht kaputt, bevor ich drauf schießen darf, sonst wird dann wieder kein Video. Das sind so die Gedankengänge, die man dann in dem Moment hat. Aber der Kleine wollte nicht wieder auftauchen. Ich hatte bis dahin auch noch gar nicht wirklich erkannt, was das überhaupt ist. Ihr werdet euch gleich selbst wundern, was das ist. So, jetzt seht ihr das. Ich sehe ihn an. Da sehe ich ihn. Da ist ein Hügel davor. Ballistische Kurve. Zack, bumm, Ziel zerstört. Ein Low-Cost. Ich habe ein 2-0er-Panzer getötet. Ey. Gut, da kann ich nichts für, dass die hier rumfahren. Der hätte auch für mich tödlich sein können. Ein Treffer mit seinen Granaten in meinem Panzer, die wären ohne Probleme durchgegangen, hätten mich zerstört. Der hätte sich vor lauter Freude ein Ei aus der Hose gefreut. Insofern also auch ein ernstzunehmender Gegner mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit. Ich habe ihn zuerst gesehen und durfte ihn dann platt machen. So, jetzt ist das der Punkt, wo ich feststelle, ich stehe sehr, sehr weit hinten und hier scheint nicht wirklich viel über die Uferstraße zu kommen. In anderen Matches ist das ja teilweise anders. Und ich werde mich jetzt gleich dazu entschließen, aktiv nach vorne zu fahren. Und da kann man dann auch ganz wunderbar so die zweite Problematik sehen, die ich leider Gottes mit diesem Panzer für mich persönlich sehe. Nicht für euch da draußen, für mich persönlich, wenn man es tatsächlich schafft, den Gegner zu umfahren oder sich durch die feindlichen Reihen zu schleichen,
steht man hinten. Hinten beim Spawn. Und da kann der ambitionierte Spieler, der ohne Rücksicht auf Verluste alles wegklatscht, was da um die Ecke kommt, natürlich dann ordentlich abräumen, wenn man sich in den Rücken des Gegners positioniert. Ist nach wie vor nicht meine Spielweise und deswegen habe ich jetzt auch in diesem Match darauf verzichtet, obwohl es durchaus jetzt gleich irgendwann möglich gewesen wäre. So, da ist der E100. Tötö. Und ich sehe dort oben am Ende der Straße gleich einen Feindpanzer. Da. Will drauf schießen, gehen die Visiereinrichtung. Oh, scheiße. Zack, muss ein Stück zurück und dann hat mich irgendjemand angehittet. Ich weiß bis heute nicht, wer es gewesen ist. Aber auf jeden Fall einen Treffer in den Motorraum bekommen. Zum Glück in den Motorraum, denn sonst wäre auch wieder bei mir die Nummer durch gewesen und es ist kein zweiter Schuss mehr hinterhergekommen. Wer da also auch immer auf mich geschossen hat, hat direkt danach das Interesse an mir verloren oder ist im selben Moment gestorben. Ich habe das nicht wirklich jetzt im Nachhinein noch herausbekommen, was da passiert ist. Mir hat es auf jeden Fall in dem Moment den Popo gerettet, sonst wäre das Match hier mit dem Ruh auch schon wieder zu Ende gewesen. Kumpel Maus kann mir nicht helfen. Er ist nicht eine Maus, ist ein E100. Und da sieht man es dann auch, unsere ganze Truppe drückt weiter nach vorne. Und ihr seht auch, es ist kein 6-7er-Match, sondern es ist ein 7-7er-Match. Ich habe jetzt ungefähr 30 Gefechte mit dem Ruh runter. Ein Gefecht davon, ein einziges Gefecht davon, war ich mit 6-7er-Panzern unterwegs, wo auch ein paar 5-7er mit drin waren. Ansonsten war ich in allen anderen Gefechten in 6-7er, 7-0er, 7-7er-Matches unterwegs. Da wird sicherlich der eine oder andere auch andere Erfahrungen machen. Aber ich hatte nicht dieses Glück. Und ich glaube, ich werde dieses Glück auch in Zukunft nicht haben, weil mir das eben auch... Da habe ich jetzt das nächste Opfer. Schieße mit Heat FS einmal oben in den Turm. Merke dann aber auch, ich muss nachsetzen aufgrund des Treffers von vorhin. Das heißt, hier bei mir schon einiges tot im Panzer. Und das ist das Problem. Der da hinten fängt nämlich an zu reagieren. Ich habe mir da echt in die Hose gemacht, aber... Zum Glück hatte ich rechtzeitig die Munition wieder im Rohr. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ich das Fahrzeug nicht nochmal explizit geskillt hätte, dann wäre hier Schluss gewesen. Ich habe den nämlich auf Experte angehoben. Ich mir gesagt habe, gut, vielleicht reißt du damit noch ein bisschen was raus. So, ich gehe jetzt hier aus dem Gefecht raus, weil hier nicht mehr viel passiert ist. Ich habe das überlebt. Das seht ihr jetzt auch. Mission erfolgreich. Ich wollte euch nur nicht dieses doofe Rumparken da noch zeigen. Nach wie vor nur zwei Fahrzeuge abgeschossen. Das ist der Ertrag, den ich bekommen habe. Match gewonnen. Zwei Gegner abgeschossen. Gerade mal 20.000 in der Tasche. Das ist nicht viel. So, und auch bei diesem Gefecht habe ich nicht wirklich den Drang verspürt, mein Handeln 1:1 per Aufzeichnung zu transportieren. Meine Idee war jetzt hier, große Karte, endlich mal eine Karte, wo man das Fahrzeug so einsetzen könnte, wie es eventuell gedacht gewesen ist, weit umholen, flankieren. Dann ist mir aber ganz schnell durch den Kopf geschossen, Moment mal, da wird es wahrscheinlich genau solche Leute geben wie mich, die flankieren und wenn du da unterwegs auf irgendeinen von denen triffst, dann ziehst du wahrscheinlich den Kürzeren, also mach's doch jetzt mal anders. Warte darauf, dass die flankierenden Kräfte sich zu dir hinbewegen und versuch sie dann abzuschießen. Ich habe mir gedacht, dass die wie immer, ihr seht das da ja auch eben, A wird direkt eingenommen, dass die wie immer über diese Flanke wahrscheinlich kommen werden. Das bietet sich nämlich auf dieser Karte auch ganz wunderbar an. Und habe dann für mich entschlossen, dass ich mich hier irgendwo erstmal hinstelle und abwarte, was passiert. Diese 80 km/h, die er angeblich kann, konnte ich bisher nicht ein einziges Mal irgendwo rausholen. So im Schnitt, wenn es wirklich gut läuft, fährt man um 60. Da habe ich einen gesehen, habe ich mir gedacht, da schießt du doch mal drauf. Leider Gottes nicht getroffen, Entfernung völlig falsch eingeschätzt. Aber siehe da, ich kriege sofort Antwort. Und das war für mich schon erschreckend, dass da irgendjemand mitbekommen hat, dass ich da in der Hinterhangstellung stehe und auch direkt drauf reagiert hat. Das sind wirklich so Punkte, da ist man manchmal echt
ein bisschen verdattert. Und auch hier Karten natürlich nicht besonders groß. Wenn ich jetzt hier weiterfahren würde, würde der Timer anfangen zu laufen. Und jetzt sehen wir nämlich gleich so eine typische Situation, die ich hier im Spiel immer öfters beobachte. Die Feinde, die kommen nämlich jetzt gleich. Und die interessiert dieses Geblinke natürlich nicht. Mich interessiert dieses Geblinke aber sehr wohl, denn ich mache YouTube-Videos. Und wenn ich in einer Tour mich irgendwo aus den Karten mehr oder weniger rausmugel und dieses ganze Geblinke in einer Tour drin habe, ist das weder gut fürs Video noch gut fürs Spiel selbst, weil ich den Leuten dann ja eigentlich zeige, was man noch so alles außer der Reihe machen kann. Und das ist ja eigentlich nicht das, was ich möchte. Das wisst ihr auch. Gut, ich warte jetzt auf die sich nähernden, flankierenden Kräfte. Ich habe jetzt einen Schuss neben mir gehört. Und sehe dann da das erste Fahrzeug. Richtig genug. Da kommen sie an. Die kleinen Flitzer. Und da knipse ich den ersten aus. Das hat auch ganz wunderbar funktioniert mit der Munition. Dem gegenüber war ich absolutes Heiltier, wobei der auch für mich tödlich gewesen wäre. Und jetzt sehe ich, da sind noch mehr Fahrzeuge, nämlich zwei. Noch eine Hellcat und dann noch irgendwas anderes, was ich nicht sofort erkennen konnte, was es war. Hab mir dann aber gedacht, der kommt hier vielleicht unten rum durch die Senke. Und musste dann feststellen, hier läuft der Timer schon. Ne, das lass mal lieber. Aber ich muss mich quasi, um solche Kräfte abzufangen, selbst mehr oder weniger noch aus der Karte heraus bewegen, damit ich mich denen in den Weg stellen kann. Ne? Bei denen muss es auch die ganze Zeit blinken. Das ist ja jetzt nicht nur in meinem Auto so. Da habe ich die zweite Hellcat gefunden, die uns von der Seite packen wollte, ne, auf den Weg zum Spawn. Ja, und da kriegt man dann jedes Mal Panik, wenn die nicht sofort kaputt gehen. Sogar nur ein M10. So, und da kommt der dritte dann im Bunde. Der hat mich dann auch noch getroffen, aber ich konnte ihn mit meinem MG zerlegen. Heißt, ich habe mir einen eingefangen, wie man ganz wunderbar sehen kann. Und meine Besatzung besteht auf einmal nur noch aus drei Mann. Womit er mich jetzt getroffen hat, kann ich euch nicht mal sagen. Ich vermute mal mit seiner Heat-Munition. Hier ist alles am Blinken. Da, wo es blinkt, ist gut. So, nachdem wir jetzt quasi die erste Angriffswelle abgefangen haben, da also darauf gewartet haben, und das macht wirklich Sinn, weil die aus ihrer Bewegung heraus nun mal nicht so gut sehen können, wo wer gerade ist. Wir aber, wenn wir irgendwo so teilgedeckt stehen mit dem Fernglas, sehr wohl sehen können, ob da was kommt, konnten wir jetzt hier im Grunde genommen die bösen Buben wegnaschen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt kannst du auch aktiv mit nach vorne fahren. Und dann gucken wir mal, ob wir den Gegner von der Seite packen können. Wir machen also das, was man mit diesem Fahrzeug eigentlich auch machen sollte. Wir umfahren den Gegner mit möglichst hohem Tempo. Dabei solltet ihr auch immer so ein bisschen das Gelände berücksichtigen, weil ihr wollt nicht gesehen werden, glaubt es mir. Das heißt, wir umfahren Hügel und fahren nicht drüber her. Wir nutzen Bodensenken, damit das Fahrzeug tatsächlich vor feindlicher Sicht versteckt ist. Und dank der Third-Person-Perspektive im realistischen Modus haben wir trotzdem ein bisschen den Überblick. So, und auch hier ist es wieder am Blinken. Und auch hier werden wir jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen, anders zu fahren, als es Sinn macht. Wir müssen uns nämlich jetzt doch über Gelände bewegen und nicht drumherum. Jetzt sind wir wieder an einer sicheren Stelle. Und das Blinken hört auch auf. Aber da waren wir jetzt gerade verletzlich. Es ist eben, die Karten schränken uns in unsere Mobilität extremst ein. Und es gibt ja auch nicht mehr sehr viele Karten, wo wir tatsächlich so mobil unterwegs sein können. Dann werden viele Karten auch immer noch geschrumpft. Das ist natürlich nicht gut für diese Fahrzeuge, die Auslauf brauchen. So, ich taste mich weiter vor. Ich hätte jetzt natürlich auch nach A fahren können, aber ich habe mich dann dafür entschieden, das nicht zu tun. Ganz einfach aus dem Grund, decappen und cappen, das nimmt enorm viel Zeit in Anspruch. Der Cap liegt da aber so bescheiden,
dass man ihn quasi schon von sehr, sehr vielen Stellen auf dieser Karte beschießen kann. Und wir wollen keinen Beschuss, selbst NG-Beschuss kann uns ganz, ganz gewaltig zusetzen. Also habe ich mir gedacht, ich warte jetzt einfach mal darauf, dass von denen irgendwer kommt. Vielleicht Richtung A fährt oder in etwa in die Richtung. Und die versuche ich dann rauszunaschen. So, und hier kommen wir jetzt an einen Punkt. Da würden die meisten Leute wahrscheinlich an der Stelle direkt weitermachen, denn wir haben im Grunde genommen den Durchbruch geschafft. Wir sind komplett durch die feindlichen Linien hindurchgekommen und könnten jetzt tatsächlich uns da hinten noch weiter Richtung See begeben und uns da aufbauen und jeden einzelnen Feindpanzer, der dort dann spawnt, rausnehmen. Das gleiche könnten wir jetzt hier von dieser Position. Ich könnte hier stehen bleiben, ich wäre super schön gedeckt und könnte dann die spawnenden Panzer abschießen. Und das hätte sicherlich in diesem Gefecht noch für einiges an mehr Abschüssen gesorgt. Ich habe mich allerdings dann dafür entschieden, das nicht zu tun. Und habe mir gedacht, so, ich warte erst mal ab, was da passiert. Dann habe ich aber aus dem Augenwinkel gesehen, dass sich da zwei Fahrzeuge vom Spawn wegbewegen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, die schnappst du dir, wenn sie hier über diese Kuppe kommen. Dann ist das auch kein Spawncamp mehr. Und da kommt der erste rasend schnell. Und da seht ihr das auch, die Turmgeschwindigkeit. Naja, ist manchmal ein bisschen schwierig hinterher zu fahren. Aber den haben wir im ersten Schuss rausgenommen. Somit sind wir jetzt bei 4 Abschüssen. Da habe ich mir gedacht, jetzt packst du hier noch den anderen Kollegen, den er da im Schlepptau hatte. Aber den habe ich so schnell nicht wiedergefunden. Und der kam dann rasend schnell hier über diese Kuppe. Und die jetzt gleich hier links sehen. Da kommt er. Und ich kriege das Rohr nicht schnell genug hoch. Treffe ihn, aber mache nicht wirklich viel Schaden. Er reagiert und nimmt mich natürlich mit dem einen Schuss raus, den er hat. Dumm gelaufen. Das ist die Belohnung dafür, wenn man fair spielt. Hätte ich mich da oben hingestellt und hätte sie im Spawn rausgeknallt, wäre ich sicherlich als Sieger aus der Sache hervorgegangen. Aber mit solchen Nachteilen muss man leben, wenn man mehr Wert auf Fairness legt als auf Abschüsse. So, aber auch wir haben hier bereits Spawncamper. Das seht ihr, der ist allerdings direkt rausgenommen worden. Glücklicherweise hatte der keine Chance, hier weiter spawnende Fahrzeuge abzuschießen. Das heißt also, die Gegnerseite interessiert das grundsätzlich nicht, ob man sich an Regeln hält oder nicht an Regeln hält, ob man fair spielt oder nicht, da wird man immer mit rechnen müssen. Und das Spiel entwickelt sich ja immer mehr in diese Richtung, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Das ist ja nicht umsonst so, dass sich immer mehr Leute darüber beschweren, dass das mit dem Spawncamp immer mehr zunimmt. Teilweise hat man so den Eindruck, das wird regelrecht vom Publisher, vom Entwickler provoziert. Und ich lasse es auch nicht gelten, so Aussagen wie, dann hat das eigene Team versagt. Sind alles so Sachen. Es gibt sicherlich Situationen, da hat das eigene Team versagt. Aber es gibt auch genug Situationen, die es mit voller Absicht, ohne dass sein Team versagt hat, da wird tatsächlich außen blinkend am Kartenrand sich entlang geschlichen, nur um sich dann in den Spawn zu stellen. Das ist genauso wie mit dieser Mechanik. Ich fahre auf irgendeinem Cap, nehme den ein, jag mich in die Luft und sitze ab da nur noch in einem Flugzeug. Da werde ich auch weiterhin Stellung beziehen und sagen, nee, das mag ich nicht und das tut dem Spiel nicht gut. Wenn jemand der anderer Meinung ist, ist das für mich natürlich okay. So, hier war ich jetzt am Überlegen, was machst du? Machst du wieder flankierend oder versuchst du jetzt mal was anderes? Spielst du die Geschwindigkeit aus und versuchst da hinten auf den Cap zu kommen? Ich habe mir gedacht, jetzt probierst du das doch mal. Was kriegst du mit dem Fahrzeug hin? Hab geguckt, wo ist hier der Gegner? Habe so schnell aber auch keinen gesehen. Ich habe mir dann gedacht, verlass dich auf deine Geschwindigkeit, komm, gib Gas. Ihr seht das, er hat auch keine Geschützstabilisierung. Also aus voller Fahrt schießen ist nicht. Und hatte dann gehofft, ja, dass ich den Punkt hier erreiche, aber dann hat irgendjemand mich gesehen und mich beschossen. Allerdings hat er mich nicht direkt getötet. Das hat mich natürlich gefreut. Ich habe nur ein bisschen gebrannt und gequalmt. Naja, gut. Wo ist er? Da unten. Für mich nicht zu sehen. Ja, konnte mich ganz wunderbar sehen. Und da war mir dann auch klar, hier habe ich jetzt an der Stelle nichts mehr zu melden.
erschreckend oft hat er mich getroffen, ohne dass was passiert ist. Das bin ich eigentlich nicht gewohnt gewesen. Er hat mich wahrscheinlich irgendwo nur am Turm streifen können. So, und da haben sie mir jetzt von zwei, drei Seiten das Licht ausgeknipst. Und da wurde mir auch ganz schnell klar, das Match ist wieder mal verloren. Passiert jetzt in den letzten Tagen ständig, dass auch mit Deutschen auf 6-7 nichts mehr zu reißen ist. T29, T34, britische Panzer mit Geschützstabilisierung. Die Deutschen haben im Moment in ihren Tigerpanzern nicht viel zu lachen. Ihr seht das, wir werden überrannt. Und das war für mich der Grund, nicht wieder einzusteigen. Ich habe das Gefecht dann auslaufen lassen. Und hier seht ihr jetzt das Ergebnis. 4 Abschüsse und nicht gewonnen. Und der Ertrag beläuft sich auch auf knappe 20.000. Wobei es hier jetzt wahrscheinlich ungefähr 30.000 gewesen wären, wenn wir gewonnen hätten. So, da sind wir wieder. Das waren jetzt die drei Schnipsel, die ich für euch zusammengeschnitten habe, beziehungsweise zwei ganze Gefechte und ein Schnipsel. Nach wirklich anfänglichen, extremem Frust, den ich mit diesem Panzer hatte, muss ich jetzt sagen, wenn ich das Fahrzeug genau so einsetze, komme ich damit klar. Heißt nicht, dass ihr das genauso machen müsst und vielleicht habt ihr sogar noch viel bessere Ideen oder kriegt das sowieso generell besser hin. Für mich persönlich ist das die beste Spielweise und verspricht auch am meisten Erfolg. Ob die Munition so richtig eingestellt ist, wie wir sie hier haben, da kann man drüber diskutieren, sich streiten, meckern, mosern, motzen. Die DM-512 Quetschkopfgranate, also eine Hashgranate, hat auf 100 Meter gerade mal 102 mm Penetrationsleistung, aber auch auf 2000 Meter. Im Spiel scheint es so zu sein, dass wenn ich auf Panzerungsflächen treffe, die 102 oder 105 oder 106 mm Panzerung haben, dann habe ich keinerlei Effekt mehr in dem Fahrzeug, das ich treffe. Deswegen ist die Hash, gerade wenn man auf 6-7 unterwegs ist, wo viele Fahrzeuge viel dicker gepanzert sind, eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen. Auch hier muss man abwarten, in welche Richtung das geht. Die Hash-Granate selbst bei den britischen Panzern oder auch im Leopard-Panzer ist eine unheimlich starke Granate. Nur hier eben unten auf 6-7 taucht sie eigentlich so gut wie gar nicht. Die Heat FS ist sicherlich eine sehr, sehr gute Granate. 320 mm Penetration, da können wir uns auch ohne Probleme in 8-0er Gefechten mitblicken lassen. Aber es ist eben so wie bei vielen Heat-Munitionen hier im Spiel eher ein tot pieksen. Ich habe eventuell Glück und treffe das Munitionslager mit dem ersten Treffer und vernichte ihn dann. Aber es kann auch durchaus sein, dass das Munitionslager das gar nicht interessiert. Ich hatte das die Tage noch bei einem T-92, der Amerikaner, der hat ja hinten auch nur Blech. Dann kommen zwei Benzintanks links und rechts und dann zwei Munitionsstapel. Der hat jeweils einen links und rechts von hinten reinbekommen und der Effekt war gleich null. Weder der Benzintank hat gebrannt, noch ist die Munition hochgegangen. Erst mit dem dritten Schuss quer oben durch den Turm habe ich dann zwei oder drei Besatzungsmitglieder getötet und das hat ihm dann letztendlich das Leben gekostet. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht, wenn ich das gleich zusammenschneide, doch noch mit reinschneide. Wundert euch also nicht, wenn ihr das eben schon gesehen habt, dann habe ich es nachträglich noch reingeschnitten, damit man das mal sehen kann. Was ihm hier tatsächlich fehlt, ist eine Granate, die ja ein bisschen was anderes macht. Ein Dartpfeil zum Beispiel. Was ist ein Dartpfeil? Wir haben diese Munition eigentlich relativ häufig im Spiel und ich glaube sogar unser Leopard hat die Munition, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Gucken wir hier mal, genau, die DM-13, die gibt es ja auch in kleineren Varianten, die haben wir auch bei den britischen Panzern. Diese DM-13 Munition jetzt hier für ihn, weiß nicht, wie sie dann gehießen hätte, wäre sicherlich sinnig gewesen, aber auch der russische kleine Premium-Panzer, den es da letztens mal zu gewinnen gab, den Typ 62, den hat man ja mit der Heat-Munition nachgerüstet und der hat halt auch eine Munition oder eine Granate, eine APCBC-Granate mit Filler. Sowas würde den Ru richtig stark machen und dann wäre der Ru wirklich auch eine Hausnummer auf 6-7. Aufgrund der Munition, die er mit sich führt, ist das öfters mal so ein Lottospiel und wenn ich dieses Lottospiel nicht gewinne, gucke ich ziemlich sparsam aus der Röhre. Vielleicht gibt es ja hier irgendwann mal noch eine andere Munition oder die Munition hier wird ein bisschen gebufft, wobei ich das bezweifle, denn die ganzen Heat-FS-Schleudern, die wir so auf 6-7 oder 5-7 oder 5-3 haben, die machen naturgemäß mit ihrer Heat-FS keinen wirklich großen Schaden. Ein weiteres Problem ist das Matchmaking. Wenn ich mit ihm in Gefechte komme, wo die Gegner 5-7 sind, was bei mir, glaube ich, in einem von 30 Gefechten der Fall gewesen ist, in einem
von 30 Gefechten ist das der Fall gewesen, kann ich sicherlich auch mit der Quetschkopfgranate richtig böse Aua machen. In der Masse der Gefechte, in denen ich unterwegs gewesen bin, bin ich allerdings in 7-7er Gefechten oder 6-7er Gefechten unterwegs gewesen. Und da kann man die Quetschkopfgranate schon nicht mehr gebrauchen. Das heißt, wir müssen mit der Heat FS spielen. Und die Heat FS kostet pro Schuss 550 Silver Lines. Das heißt also, wir können uns ihr Rasen, 560 rasend schnell um den Ertrag bringen, den wir im Grunde genommen mit diesem Premium-Fahrzeug bekommen könnten. Ob das hier also tatsächlich ein Fahrzeug ist, mit dem man effektiv Silverlines farmen kann, wage ich zu bezweifeln. So, jetzt kommen wir zu der Frage. Ist der Preis gerechtfertigt? Würdest du dir das Fahrzeug kaufen? Ja, ich habe mir das Fahrzeug gekauft und der Preis, ob er gerechtfertigt ist, muss ich jetzt heute mal einmal so beantworten. Nein, ist er nicht. Dieses Fahrzeug ist in meinen Augen viel zu teuer. Und ich finde den Preis auch nicht in Ordnung. Ich kann das auch erklären und begründen und das mache ich jetzt. Stellen wir uns einfach mal vor, wir sind in der Situation, dass wir nur hin und wieder Geld für Computerspiele überhaben, dass wir dann eventuell auch wohlüberlegt ausgeben möchten. Wir haben jetzt einmal 40 Euro über und besitzen keinerlei Premium-Panzer im oberen Segment dieses Spieles. Er hier, 7500 Golden Eagles, entspricht 38 Euro. Wenn ich mir jetzt ein Tiger 2 SLA 16 kaufe, einen T29 von den Amerikanern, einen Striezwagen von den Briten, irgendeines dieser Fahrzeuge kaufe, muss ich dafür 40 Euro auf den Tisch legen. Ich bekomme, oder 39,90 Euro, ich bekomme da aber nicht nur sehr, sehr starke Premium-Fahrzeuge, sondern ich bekomme auch noch 15 Tage Premium-Spielzeit und 1000 Golden Eagles obendrauf. Wenn ich jetzt diese 15 Tage Premium-Spielzeit und 1000 Golden Eagles, die ich in den anderen Paketen mit drin habe, hier mal dagegen stelle, dann bekomme ich für annähernd denselben Kaufbetrag viel weniger Leistung. Wenn ich jetzt noch zu den Leuten gehöre, die sich so ein Fahrzeug kaufen, einfach weil sie Silverlines farmen möchten und dafür werden ja oft diese Premium-Fahrzeuge eingesetzt oder weil ich eben meinen Forschungsfortschritt beschleunigen möchte, kann ich auch hier sagen, ist das Fahrzeug für solche Aufgaben sicherlich nicht der richtige Weg. Denn mit diesem Fahrzeug ist es schwer, viele Abschüsse in einem Match zu generieren, einfach weil es sehr, sehr schwer ist, dieses Fahrzeug effektiv zu spielen und auch ein bisschen glücksabhängig ist. Habe ich die richtigen Gegner, stehe ich auf der richtigen Stelle, denn Fehler verzeiht dieses Fahrzeug nicht. Bekomme ich einen reingedrückt, ist die Sache durch. Mit einem Tiger 2 SLA 16, mit einem T29 habe ich diese Probleme nicht. Da gebe ich 40 Euro aus, kriege noch ein bisschen was dazu und kann mir ziemlich sicher sein, dass ich in den Masse der Gefechten, die ich mit diesen Fahrzeugen unterwegs bin, auch Erfolgserlebnisse habe. Das ist bei ihm hier nicht so. Das hier würde ich eher als Sammlerfahrzeug einstufen. Leute, die schon verdammt viele Premium-Fahrzeuge haben und die einfach eben alle deutschen Fahrzeuge haben möchten, die werden auch mit diesem Fahrzeug glücklich sein. Sicherlich kein Problem. Nur für Leute, die tatsächlich mit dem Gedanken spielen, irgendwo so ein bisschen die Forschung zu beschleunigen oder Silverlines zu farmen, ist er sicherlich für diese Aufgabe nicht der richtige Panzer. Und den Preis von 7500 Golden Eagles im Vergleich zu allen anderen Fahrzeugen, die ich im selben Segment kaufen kann, da gehört ja jetzt auch der IS-6 zu, der sogar ein BR von 7.0 hat und ein richtig starker Panzer ist, ist nicht gerechtfertigt. Hier hätte ich gesagt 6.900, 6.500, da könnten wir dann schon eher drüber reden, da würde ich sagen, das passt preislich, so ist das Ding einfach zu teuer. Wenn ihr euch den kaufen möchtet, seid euch darüber im Klaren, das ist ein Fahrzeug für Leute, die tatsächlich sich mit dem Spiel auskennen, mit der Spielmechanik, die die Module der Gegner kennen, die die Karten kennen, wenn man das alles bereits sitzen hat, dann kann man mit diesem Fahrzeug sicherlich auch das eine oder andere erfolgreiche Match haben. Wenn man eher zu den Anfängern im Spiel gehört und vieles noch nicht wirklich so richtig versteht, sollte man die Finger davon lassen, denn dann setzt man 40 Euro in den Sand. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo. Ich mache natürlich weiter Videos für euch. Und ihr seht, trotz der ganzen Streams und dem Geschimpfe, ich habe wie immer eine Lösung gefunden. Und vielleicht ist das ja jetzt auch mal für den einen oder anderen da draußen interessant, der mich ab und an auch mal ganz gerne kritisiert für meine Spielweise. Hier stecken in den Videos teilweise wirklich viel Arbeit, um euch hinterher sagen zu können, wie aus meiner Sicht das Fahrzeug am besten einzusetzen ist. Das muss nicht immer mit dem, was ihr denkt, übereinstimmen. Aber es sind teilweise viele, viele, viele Experimente nötig, um da ein Urteil fällen zu können. Das hier war jetzt wieder mal so ein wunderbar typisches Beispiel dafür, wie anstrengend teilweise dieser Job ist. Aber wir haben wieder mal eine Lösung gefunden und ich denke, diese Lösung lässt sich auch umsetzen. Wer das also berücksichtigt, sollte tatsächlich
mit dem Fahrzeug das eine oder andere Erfolgserlebnis auch haben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im nächsten Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Gute, euer Implied.